Einen Tag lang Tierpfleger sein. Immer mehr Menschen erfüllen sich diesen Traum, so wie Lilly, und verbringen einen Tag im Naturpark Buchenberg mit den Tieren. Rundgang geht, das heißt, wir schauen, ob alle Tiere da sind, ob es einer gut geht. Nach einem Kontrollgang mit der Checkliste müssen als erstes die Schildkröten geweckt werden. Es wird ein durchaus arbeitsreicher Tag für Lilly, denn das Futter muss vorbereitet und zu den Tieren verbracht werden. Das hungrige Volk wartet nämlich schon auf die Morgenration. Auch Ausmisten und Reinigung stehen auf dem Tagesplan. Zwischendurch bleibt aber immer wieder Zeit, um mit den Tieren zu kuscheln. In der Jausenpause wird mit den Pflegerinnen gefachsimpelt. Tiere müssen fachgerecht gepflegt und gestriegelt werden. Kleine Wunden werden, wenn nötig, auch verarztet. Dann werden die freilaufenden Tiere gefüttert. Manche bedienen sich auch selbst. Dann geht es hinauf zu den Wildkatzen, Luchsen und Wölfen, die schon auf ihr Futter warten und Lilly aus sicherer Entfernung beäugen. Dort wird auch überprüft, ob der Strom im Sicherheitszaun funktioniert. Höhepunkt des Tages sind natürlich die Lieblinge des Tierparks, die Waschbären. Die Eulen erhalten ihre Tagesration und auch der Storch stillt Hunger und Durst. Ein ereignisreicher Tag geht für Lilly zufrieden zu Ende und ein Assistentendiplom erinnert sie an den schönen Tag im Tierpark Buchenberg. Was ist gut dazu? Wenn auch du einen Tag im Tierpark verbringen möchtest, hier sind die Kontaktdaten.